Soll Deutschland Leopard-Panzer in die Ukraine schicken oder nicht? Diese Frage dürfte auch Mittelpunkt der Beratungen in Ramstein sein. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz treffen sich am heutigen Freitag Verteidigungsminister, darunter auch der gerade erst in Berlin vereidigte Boris Pistorius und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern. Die Politik ist noch unschlüssig, die Bevölkerung hingegen scheint bei der Frage nach der Panzerlieferung gespalten. Mit 46% spricht sich nur eine knappe Mehrheit beim ARD-Deutschland-Trend für die Lieferung aus. Fast genauso viele, 43%, sind dagegen. 11% können oder wollen sich hingegen nicht festlegen. Die größte Ablehnung findet sich der Umfrage zufolge mit 84% bei Anhängerinnen und Anhängern der AfD. Die größte Zustimmung zeigt sich bei den Anhängerinnen der Union und der Grünen mit 66% und 61%.